Ich muss jetzt als erstes mal mit unserem Opa hier reden, mit Lüberi. Ich finde, das klingt ein bisschen ja, wie so eine Stadt irgendwie, ne? Wie so eine ganz, ganz berühmte Stadt in Sachsen. Lüberi. Das Schwert interessiert euch? Wie gesagt, habe ich es geschmiedet. Es trägt den Namen Schwert der Stärke. Ich hatte schon länger als Mineral erforscht. Das Mineral erforscht, das oftmals an Stellen gefunden wird, wo sich ein Riss befand. Im Zug dessen fand ich heraus, dass die aus Rissen auftauchenden Monster empfindlich auf dieses Mineral reagieren. Oha! Und wie ich sehe, seid ihr auch schon darauf gestoßen. Ich rede von den blauen Kristallen, die ihr da habt. Ich taufte diese Erzbrockenkristalle der Stärke und schmiedete daraus das Schwert. Bei meinen Rissforschungen lernte ich den jungen Link aus dem Sudelia-Dorf kennen und überreichte ihm schließlich die Waffe. Link lernte das Schwert wie kein Zweiter zu führen und ich erforschte Methoden, es mit Hilfe von Kristallen der Stärke weiter zu stärken. Die Frucht meiner Bemühungen ist die Maschine dort in der Ecke. Huch, bei genauerer Betrachtung scheint das Schwert etwas von seiner früheren Stärke eingebüßt zu haben. Doch wenn wir es eifrig verbessern, wird es sich ja bald schon wieder schärfer schneiden als jemals zuvor. Wenn ihr im Besitz von Kristallen der Stärke seid, könnt ihr die Maschine ja mal ausprobieren. Verbesserungen. An der Maschine in Lüberis Haus kannst du unter Einsatz von Kristallen der Stärke Verbesserungen an Waffen durchführen. Guck ich mir das mal an, ne? Bin nur im Lurk, muss noch weiterpacken. Ganz viel Spaß. Danke für den Lurk, Ryan. Ich finde, das klingt wie ein Fußballspieler. Lüberi? Ach, der Fußballspieler Lüberi. Ja, das ist auch irgendwie... Okay, jetzt kann ich für entweder das Schwert verstärken oder die Energieleiste. Oh, mach mal erstmal die Energieleiste, oder? Dann frisch ans Werk. Lauri, hallo. 100 Streams, yeah. Und diesmal wieder ohne Ton. Liebe Grüße von der Arbeit, viel Spaß euch allen. Danke, Lauri. Bis bald. So, meine Leiste hat sich verbessert. Guck mal, Alter, oh, ist die toll jetzt. Die ist viel länger geworden. Ich habe jetzt einen richtig langen Balken habe ich jetzt. So, jetzt mehr kann ich nicht verbessern. Geht nie mehr. Noch mehr Risse. Oh, ich kann auch runtergehen in seinen Keller. Was hat er wohl... Was hat denn der... Oh, Duft. Das ist aber gefährlich, weißt du. In einem Raum, wo man nicht ist, ein Duft... hier ein Duftstäbchen. Oder wie heißen die Dinger? Heißen die Duftstäbchen? Ich glaube Duftstäbchen, ne? Ansehen? Nein, ich lese doch nicht sein Tagebuch. Sag mal, sowas macht man nicht. Da stehen ganz intime Dinge drin, wie... Räucherstäbchen, genau. Räucherstäbchen, Entschuldigung. Ist ja fast das Gleiche. Mustang schrieb, hey. Ja, aus Spoilergründen nicht zusehen können. Ja, das verstehe ich, verstehe ich. Auf jeden Fall, trotzdem danke fürs Vorbeischauen. Darfst aber auch lurken, wenn du Bock hast. Muss aber auch nicht. So. Tipp mal raus, was... Ich hab's gelesen. Oh, Jana, du Schwein. Du hast andere Tagebücher gelesen. Das ist unverschämt. Das macht man nicht. So, wir müssen jetzt... Soll das ich sein? Sehe ich so aus im Spiel? Alter, diese Nase, ne? Das ist ja... Gesucht Prinzessin Zelda. Wer die Prinzessin sieht, möge umgehen, das Schloss informieren. Ja gut, aber brauche ich wenigstens keine Angst haben, dass ich gefunden werde bei dem Bild. Ich soll einen Witz erzählen. Achtung, jetzt kommt einer. Ein richtig guter... Ah, nee, Quatsch. Ich habe noch eine Karte übrig gehabt. Warte. Jetzt kommt ein richtig guter Witz. Wo ist mir eine Karte hier? Da. Was ist das Lieblingslied von Elektrikern? What is love? Oh Gott. Diese Zelda erinnert mich an dieses Zelda-Spiel für die Philips-Konsole damals. Keine Ahnung, was das war. Habe ich nie gespielt. So, wir müssen auf jeden Fall auf der Karte, wir müssen nach hier, also zumindest habe ich vor, hier hin zu gehen, beziehungsweise hier hin und dann hier hin. Und dann gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Das schauen wir einfach mal, ne? Und es windet, es stürmt hier, ne? Wenn es zu stark winden sollte, beziehungsweise ihr das Gefühl habt, dass es hier so laut ist durch den Wind, dann müsst ihr mir das sagen. Also ich finde es gerade echt schön, dass hier so ein Durchzug ist. Die sind auch richtig schlecht. Die Philips-Konsole spielt damals. Hat Zelda schon mal... Also Zelda ist jetzt wirklich das erste Mal selbst am Spielen, oder? Warte mal. Wie ging das nochmal? So. Ich glaube, Zelda hat noch nie vorher gespielt. In einem Ding gespielt, oder?
Was ist mit ihm los? Mit ihr los, die, mit der Spinne da. Alter, die greift mich an! Ah! Warte mal. Wo ist mein Wurm? Da ist er. Ah! Ah! Alter, die Spinne! Ah! Greif sie an! Bitte! Ah! Es geht nicht. Aua, ich hab Angst. Hilfe. Kannst du die Plakate abmachen oder müssen die hängen bleiben? Also ich weiß es nicht. Könnte man mal ausprobieren, ne? Kämpf gegen das Ding. Guck mal, sie stellt sich tot. Die ist nicht tot. Ich wollte es gerade sagen. Die tut nur so. Wandtula. Die kann an der Wand rumkrabbeln, oder? Aber sie hat wenigstens nichts abgezogen. Das finde ich sehr, sehr charmant von ihr. Die hat mich nur erschreckt. Wurmi ist wohl zu schwach. Ja, aber den fand ich immer so cool. Ich mochte Wurmi. Den fand ich cool. Gut, er ist halt irgendwie mit seiner riesen Axt, ne? Hey! Hilf mir! Hallo! Alter, ist der lahm. Ja, hat eine fette Rüstung, ist mir klar, aber trotzdem. Greif an jetzt. Gleich kann die Tula gegen einen Gegner kämpfen für dich. Ja, wahrscheinlich auch. Aber jetzt habe ich ihn gerade da und er macht eigentlich seinen Job. Ah, ganz gut. Wie sie sich totstellt. Finde ich irgendwie putzig. So, warum gucke ich eigentlich die ganze Zeit die Grasbüschel? Da ist sowieso meistens nichts drin, ne? Wenigstens können wir die Gegner auf unsere Seite holen. Ja, das finde ich eigentlich auch sehr, sehr praktisch. Und vor allen Dingen, ich habe immer so mich so gefragt, ist es wirklich etwas, womit ich mich zufrieden geben kann? Die Tatsache, dass man halt eben hier nicht selber kämpfen kann oder zumindest die meiste Zeit nicht selber kämpfen kann, sondern eben für sich kämpfen lässt. Ich finde es eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Jetzt greif halt an. Willst mich verarschen. Jetzt kommst du da nicht mehr hin. So, greif an jetzt. Alter, oh, okay, die Spinne macht's, ne? Ui. Die hat's echt drauf, die Spinne. Ich glaube, ich spinne. So, ja, ich will halt die ganze Kohle haben, ne? Oh, die Musik. Oh, ich mag die 2D-Zeldas. Gut, es ist jetzt 3D, eigentlich schon ist es 3D, ne? Aber eigentlich ist es auch 2D. So, da können wir nichts machen. Doch, oh, ha, 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 ha. Kann ich da schon hin? Oder bin ich dazu noch zu doof? Warte mal. Na, es wird wahrscheinlich nicht gehen, ne? Ach, wobei, ich habe jetzt 4. Warte mal. Oh Gott, ja. Aber so nicht. Warte. So. Nein. Oh, das haben die alle gehört. Die können fliegen! Warte, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. So, jetzt aber. 5 Stunden später. Was hab ich denn da gefunden? Steinsalz. Also am Anfang hat es mich sehr gewurmt, dass ich kein Schwert hatte. War einfach total ungewohnt. Aber dass man sich in Link verwandeln kann, finde ich gut gelöst. Ja, das stimmt. Das finde ich eigentlich auch tatsächlich ziemlich geil. Aber es ist halt nur so kurz. Man ist ein bisschen unter Zeitdruck dann, ne? Wenn man halt Link ist, dann kann man nur ganz kurz halt eben da interagieren mit den Sachen. Oh, Alter, man muss immer wieder irgendwelche Viecher sich herholen, ne? Greif an! Sehr gut. Greif an! Ja, ich hätte wieder den Speerfuzzi nehmen sollen wahrscheinlich, ne? Greif doch an, Spinne! Danke. Ja, für höher gelegene Sachen, fliegende Sachen, wie auch immer, ist der Speerfuzzi wahrscheinlich der beste. Ach, stimmt, ich kann ja den Vogel jetzt holen. Pekra. Ich habe aber die Befürchtung, guck mal... Du kannst zwar sortieren, steht ja unten sortieren, aber ich habe die Befürchtung, dass das schon irgendwann ausartet, ne? In den Sachen, die man halt eben hier herstellen kann. Also, dass es halt irgendwann zu viel wird. Oh Gott. Warte.
So, greif an da. Wow! Willst du mich verarschen? Hat die mir das gerade geklaut? Greif an jetzt da. Genau. Mach's platt. Oder ich hätte noch Vogel nehmen können. Dann hätten sie sich in der Luft gegenseitig zermalmt. Wäre auch cool gewesen, oder? So, das sieht auch mega auffällig aus. Auch hier. Das sieht aus, als ob man eine Bombe dahin machen müsste. Beziehungsweise, warte mal. Ich habe gerade eine tolle Idee. Nee. Keine tolle Idee. Ich hätte es sie so brüchig aus. Als ob da irgendwie... Nee, da kann nichts hin. Okay, alles klar. Da muss man auf jeden Fall noch irgendwann hin. Mika Sullivan, hallo. Man bekommt auch schon ziemlich viel am Anfang. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, eben. Aber ich glaube, dadurch, dass das Areal sich halt einfach erst so entwickelt... Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich muss mal ganz kurz hier weg. Dadurch, dass das Areal sich entwickelt, also dass man halt irgendwann an die Sachen rankommt, an die einzelnen Gegenden. Alter, wie viel. Erst später an die ganzen Gegenden rankommt, hat sich da eigentlich irgendwie erübrigt, dass es nicht so einfach wird, sage ich jetzt mal so. Du kommst ja in die gewissen Gegenden ja erst später, ne? Alter, ich finde es so geil, wie die in der Luft kämpfen und ich am Ende des Tages hier irgendwie volle Kanne die Rubine hier aufsammeln kann. So, da komme ich auf jeden Fall auch hoch. Glaube ich. Oh, Alter. Ich sag ja, das artet aus hier. So. Nein. Und man kann nicht richtig zielen. Das nervt mich auch irgendwie. Siehst du? Ich kann nicht zielen. Das nervt mich. Oh, Alter, und jetzt kommt so ein scheiß Vogel wieder, ne? Ich hol mir kurz die Truhe. So, warte. Jetzt kommt noch ein anderer Vogel. Bekämpft euch wieder in Luft. Macht euch gegenseitig die Hölle heiß hier. Bitteschön. So, dankeschön. Jetzt ist er weg. Wie komme ich jetzt? Na, ich nehme die Karte hier auch noch hoch, ne? Warte. Wer hat sich denn das neue Zelda alles geholt? Ich habe gesehen, auf meiner Switch gibt es einige Leute, die dieses Spiel spielen. Also echt nicht wenig. So, da komme ich auch noch hoch, aber ist die Frage, ob ich da hoch soll. Schon wieder nicht richtig gezielt. Ups. Ich ne... Ja, nee, Jana, du hast es dir nicht... Du hast ja auch nicht einen Tag früher gehabt, ne? Lenja, ich würde es ja gern spielen, aber meine Mom spielt es zuerst. Ja, gut. Das ist natürlich fies, ne? So, da können wir auch runter. Das ist halt richtig gemein. Da sind wir hergekommen. Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Oh, dieser Wind, der hier reinkommt, ist mega cool. Ne? Ich finde das richtig schön. Ein bisschen Wind zwischendrin. Nee, aber hier scheint nichts... Ah, hier ist... Nee, da komme ich ja her. Das ist die Höhle, wo ich herkomme. Okay. Ist das hier? Kann ich das auch kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Nee, okay, da unten ist die Wüste. Bin ich überhaupt eigentlich... Ich bin zu weit. Ich müsste eigentlich dahin. Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier oben um, weil wer weiß, wie oft wir hier hochkommen. Ich finde super, dass deine Mama auch zockt. Also ich habe gestern sogar früher Feierabend gemacht. Oh Mann, und jetzt zockt seine Mama trotzdem. Oh, das ist ja fies. Das ist ja gemein. Und dann hast du ja extra früher Feierabend gemacht, freust dich drauf und dann heißt nee. Auch mit dem Tonfall, ne? Nee. Ich spiel jetzt. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal dahin, wo wir hin müssen, ne? Ich habe extra noch gesagt in den Parts auf YouTube, die ihr jetzt noch nicht gesehen habt, wahrscheinlich, dass ich eigentlich der Story folgen will, weil sonst man übereilt gerne mal gewisse Dinge wahrscheinlich. Die Gerudo-Wüste. Ach, Sarah Lucia, du warst das. Ich dachte, das war Lenya, weil ihr die gleiche Schriftfarbe habt. Von wegen gestern früher Feierabend gemacht. Habe ich euch verwechselt, Entschuldigung. Irgendwo hier müsste ich einen Zugang zum Riss öffnen können.
Aber diese Wüste ist so riesig, da weiß ich gar nicht, wo man anfangen sollte zu suchen. Sollen wir uns einfach mal in der Umgebung des großen Risses umsehen? Ja, wir sollten uns erstmal um unseren großen Riss kümmern. Oh, warte. Ich glaube, ich gebe meiner Spinne hier nochmal eine Chance. Ja, ja, klar. Hilfe! Spinne! Hilf mir! Greif an! Ja, danke. Greif an, danke. Man kann wirklich jeden Gegner nehmen, ne? Wollte ich schon sagen. Früher zu Hause bin ich ja wegen Nachtschicht. Stimmt, Lenya, du hast ja sowieso... Ich habe heute tatsächlich ein kleines bisschen Zeit zum Mittagsschlaf gehabt. Ich habe eine halbe Stunde Mittagsschlaf gemacht, aber pst, das dürfte niemandem verraten. Sonst, das ist wieder ein Anzeichen dafür, dass ich alt bin. Wie viele Monster müssen wir denn noch besiegen? Ich breche gleich zusammen vor Erschöpfung. Ich auch. Aber wenn wir immer weitermachen, muss doch der Riss in der Wüste irgendwann mal kleiner werden. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir müssen den Riss verschwinden lassen und die Gerudo-Kultstätte zurückerobern. Ich werde helfen. Ich bin Zelda. Oh, siehst du? Fast vergessen zu aktivieren. Mittagsschlaf ist geil, besonders weil man am meisten eh keine Zeit dafür hat. Meistens eh keine. Ja, eben. Und jetzt habe ich heute ausnahmsweise mal eine halbe Stunde Zeit gehabt und ich habe mich einfach sofort hingelegt und gedacht, ich war ja eh erkältet vorher und deswegen perfektes Timing. Und gedacht, oh, jetzt legst du dich einfach hin und schläfst. Schlaf jetzt, los. Und dann hat es geklappt tatsächlich. Und klappt ja nicht immer, weißt du? Man kann ja nicht immer Mittagsschlaf machen. Okay, das sieht mega auffällig aus. Warte mal. So. Ein Bett, das meinen Namen trägt. Ich hebe es einfach an. Was? Oh, geil. Damit kann ich die Waffe verstärken. Aber das ist nur eins. Ich brauche 10. Dauert ja ewig. Mittagsschlaf, gute Idee. Ja, aber wie gesagt, geht ja nicht immer, ne? So, jetzt kämpft. 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 Ja, dann halt nicht. Es werden bestimmt hier 1000 Secrets sein, die ich alle nicht finden kann. Ich kann mich an Link Between Worlds erinnern. Da gab es auch einige so Upgrade-Sachen. Also so Upgrade-Steine, womit du das Schwert verstärken konntest oder andere Sachen, glaube ich. Und die habe ich tatsächlich auch nicht alle gefunden, glaube ich. Aber fast alle. Nein! Nein! Greif sie an! Bring sie um! Hier noch ein Vogel. Einer reicht nicht. Alter, wie viele! Können die sich eigentlich gegenseitig besiegen, wenn ich jetzt noch so einen Skorpion nehme? Dann besiegen die sich unter der Erde? So. So, der letzte. Leute, kommt ihr, Vögel! Helft mir, Vögel! Sag mal! Ja, danke. Die bringen aber Kohle, das ist eigentlich ziemlich geil. Ihr solltet oft mit dem Vogel interagieren, weil der bringt Kohle. So. Ich komme manchmal auch gar nicht zur Ruhe, auch wenn ich die Zeit dazu hätte. Da bin ich echt neidisch auf meinen Mann. Der kann immer so schnell einschlafen. Ich kann es tatsächlich auch nicht. Ich kann es eigentlich auch nur, wenn ich weiß, dass ich danach keinen Stress habe. Wenn ich weiß, dass danach der große Stress auf mich wartet, dann bin ich eigentlich auch dabei, auch nicht dabei und sage dann auch immer so, ja, nee, ist nicht, ne? Dann kann ich dann auch nicht schlafen. Weil du hast ja, es ist quasi so... Entspannung auf Zeit. Das ist so Entspannung unter Druck. Schlaf jetzt. Und zwar in den nächsten 20 Minuten, weil danach kommt der große Burner wieder. Das kannst du nicht. Dann kommst du auch nicht zur Ruhe. Dann kannst, selbst wenn du dann schläfst, ist es trotzdem nicht gut. Dann kommt, also Entspannung ist das dann trotzdem nicht. So, jetzt bin ich hier oben. Ist das richtig? Ich soll da unten hin? Ich bin jetzt extra hier hochgelatscht. Gut, wir gucken uns einfach erstmal in der Mitte der Wüste um. Vielleicht kommt da irgendwie der große Shit. In the middle of the night. Hier war ich ja schon.
Soll ich mit denen reden vielleicht? Ja. Ein seltsamer Riss hat unsere Kultstätte verschluckt und sich dann überall in der Wüste ausgebreitet. Einfach unfassbar, dass unserem Heiligtum so etwas zustoßen konnte. Wir müssen den Riss so schnell wie möglich schließen. Ich würde euch ja gerne helfen, aber was soll ich denn machen? Bumm. Kann das hier auch... Kann ich das auch nehmen? Nee, kann ich nicht nehmen. Ich kann die Dinger hier nehmen? Nein, das da, so. Das da. Nee, kann ich auch nicht nehmen. Nee, also ich soll schon mit denen reden, aber die Frage ist, ob es was bringt. Die Monster, die aus den Rissen rausstürmen, sind unerbittliche Gegner, die ständig Kämpfe gegen sie haben. Die ständigen Kämpfe gegen sie haben uns völlig ausgelaugt. Wo wir gerade von Rissen sprechen, man hat mir erzählt, dass der Riss in den Sudelia-Wäldern geschlossen wurde. Ich hoffe, dass der Riss hier in der Gerudo-Wüste als nächstes dran ist. Ja. Wenn du die Wüste in Richtung Westen durchquerst, erreichst du unsere Heimatstadt. Dabei wirst du auch die Risse sehen, die uns plagen. Außerhalb der Wüste liegen auch welche. Auch einiges im Argen. Aber wir haben schon genug Ärger, als dass wir uns auch noch darum kümmern könnten. Ja, ich glaube, ich soll da erstmal tatsächlich hier nichts mehr machen. Ich soll zwar mit denen reden, habe ich ja jetzt auch gemacht, aber ich glaube, da komme ich tatsächlich erstmal nicht weiter, würde ich mal vermuten. Ein Fisch! Der ist ja süß. Warte mal. Da brauche ich was Schnelles. Dann nehme ich... Oder... Ah, komm, ich nehme jetzt mal den Skorpion. Mal gucken, ob der helfen kann. Ich habe den ja noch gar nicht benutzt. Oh, ein Fisch! Hey, der sieht aber sehr gefährlich aus. Mein Güte, hat der Zähne, du. Sandpiranha. Okay, alles klar. Dann sind wir hier durch. Hier komme ich hoch. Da war ich ja gerade schon. Ja, das ist halt der Riss, ne? Ich meine, ich komme jetzt... Muss ich da hin, oder wie? Also im Sinne von, muss ich da rein in die Höhle? Hier komme ich ja wahrscheinlich noch nicht rein. Nee, da kann man ja auch erstmal nicht rein in die Höhle, glaube ich, ne? Ich kann um den Riss rumlaufen. Okay. Also, falls es irgendwie darum geht, die Sandhöhle irgendwie wieder sichtbar zu machen, die irgendwie verschollen ist, dann habe ich keine Ahnung, wie das gehen soll. Oder ich muss halt wirklich weiterlaufen, ne? Warte mal. Alter, das ist ja wie mit den Crocs, Alter. Du musst jeden Stein hochheben. Das ist ja krank. Gut, zum Glück sind es nur die einen Steine, also die grauen. Das ist Nintendo. Ja, ist echt so, ne? Wobei, früher war Nintendo doch auch nicht so. Alter. Nein, ich wollte gar kein Bett. Ja, ich leg mich ja mal kurz schlafen hier, ne? Nein, das Bett versinkt. Nein. Mein Bett. Ich gehe mal kurz weg hier. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Hier, greif mal an da. Oh, aua. Ja, greif an. Hör auf, dich einzubuddeln. Greif an jetzt hier. Selbst ist die Frau. Arschlöcher, ihr könnt mir gar nichts. Oh shit. Ups. Nein, 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 nein. Ups. Ah. Ups. Oh, mit Bumerang. Aber dann gibt es auch einen hier mit Knüppel. Den merke ich mir auch noch mit Knüppel. Keulenknüppel. Elblin. Warte, nee, komm, das machst du. Du kannst den Fisch hast du vorhin schon so schön filetiert. Das darfst du jetzt nochmal machen. Ah, da ist noch einer. Zu viel Fische. Ihr macht ihr mal. Ich kümmere mich um meinen Schatz. Toll. Das ist alles für Glutpfeffer. Also mit dem Essen musste ich bisher nicht wirklich interagieren, ne? Das muss man fairerweise dazu sagen. Ich weiß nicht, wie wichtig das später wird, aber aktuell... Gut, das mit den Herzen, die sind halt eben auch nicht immer unendlich da, ist ganz klar. Irgendwann werde ich auch Schwierigkeiten kriegen, weil das Spiel wahrscheinlich schwieriger wird und, ne? Alter,
Aber trotzdem habe ich das Gefühl, bis jetzt habe ich keine Items gebraucht. Ich habe auch meine Fee, ich habe eine Fee im Inventar. Habe ich sie noch? Warte. Hä? Wo ist meine Fee hin? Die war da drin. Ich bin doch nicht gestorben zwischenzeitlich. Ey, die war wirklich da drin, Leute. Die ist einfach weg. Die ist einfach abgehauen. Die hat keinen Bock mehr gehabt. Gesagt, ach, du stirbst ja eh nicht. Komm. Ach, wie süß. Ah, die können nix. Soll ich die überhaupt holen? Zorro, Zorro. Wie süß. Anscheinend schon. Patti, hallo. Zorro, Zorro, Alter. Wie niedlich. Ja, greif an, los. Der kann nix. Komm. Greif ihn jetzt doch an, Mann. Ja, dann Zorro, Zorro gegen Zorro, Zorro. Falsch. Hier, ich habe eine Zorro-Armee hier. Zorros, greift an! Hier, noch mehr Zorros. Hier. Greift sie alle an. Okay, das finde ich irgendwie cool. Ach so, die hören gar nicht mehr auf zu spawnen. Wegen dem Scheiß da oben. Okay, warte. Ja, die muss ich jetzt aber kaputt machen wahrscheinlich, oder? So, also, ja, genau. Aber irgendwie ist das cool. Aber auch irgendwie eklig, ne? Dass man so tausende von diesen Spinnenviechern hier herholen kann. Noch ein Stück. Nice. Jetzt habe ich schon 3. Aber ich brauche 10, Leute. Das wird echt eine... Oh, nein, 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 nein. Entschuldigung. Falscher Knopf gedrückt. Also ich muss weiter nach unten eigentlich, aber hier gibt es halt auch viel zu entdecken, ne? Ah, guck. Ah, hier ist ein Portpunkt. Was bist du denn? Okay, Moment. Nee, 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 nee. Wir machen mal anders hier. Aua! Sag mal! Alter, der schmeißt den weg. Alter, nein! Wir machen einen anderen. Greif ihn an, los! Mach ihn platt! Danke. Aber gut, dass wir die ganzen Viecher halt mehr kennenlernen, ne? Dann können wir uns sie merken und können sie herzaubern. Trotzdem, wie gesagt, ein großer Fehler in dem Spiel ist halt einfach sowas wie Herzteile. Wieso kann Zelda sich nicht Herzteile merken und die dann herzaubern? Irgendwie ist es ein bisschen ein Fehler im Spiel, meiner Meinung nach. Eigentlich müsste sie das doch auch können, oder? Sie kann sich alles andere oder halt nur Ausgewähltes, ist halt natürlich auch so ein bisschen sowas. Wieso kann sie sich nur Ausgewähltes merken? Und das dann herstellen? Das ist so lächerlich irgendwie. Greif an jetzt, da. Ja, greif an jetzt. Zumal. Durch das Ding durchgeschlagen hier. Ja, mach doch. Ey, die brauchen 5 Minuten. Endlich. So. Okay, hier ist noch ein Portpunkt. Die sind bestimmt später echt Gold wert. Oder den Inhalt von den Kisten. Ja, eben. Macht keinen Sinn eigentlich, ne? Ah, gut. Ja, das Spiel wäre dann zu einfach. Bla, bla, bla. Ich hab's verstanden. Trotzdem. Es ist trotzdem irgendwie lächerlich, oder? Es ist halt ein Fehler. Irgendwie ein Denkfehler, sage ich jetzt mal so. So, jetzt machen wir erstmal die Fackel an. Ganz, ganz wichtig bei Zelda-Spielen, immer die Fackeln anmachen. Das bringt irgendwas, bringt das.